Bilderverehrung. Kreative Lesung des Kapitels Murti Upasana in dem Buch Inspiration und Weisheit von Swami Shivananda. Der Mensch ist ein Bilderverehrer. Er liebt Symbole. Ein Stück weißes oder buntes Papier ist wertlos. Wenn da aber ein offizielles Zeichen auf dem Papier ist, vielleicht das Bild des Königs oder das Bild eines Monumentes, und es eine Banknote ist, dann wird es von Menschen verehrt und geschätzt. Wenn du ein Stück Papier auf der Straße findest, wirfst du es in den Papierkorb. Wenn dieses Papier aber eine Geldnote ist, dann streifst du es glatt und hebst es auf. Ein gewöhnliches Stück Stein ist wertlos. Du magst diesen Stein nicht beachten. Wenn aber ein berühmter Künstler diesen Stein bearbeitet hat, dann magst du dort Tausende oder Hunderttausende Euro für ausgeben. Genauso, ein Stein ist erstmal Stein. Aber für einen Gottesverehrer ist eine Statue von Krishna etwas ganz Großartiges. Man verneigt den Kopf und faltet die Hände. Genauso ist es mit Fotos. Angenommen, du hast ein Foto, auf dem nichts ist, dann magst du sie wegwerfen. Wenn auf dem Foto aber dein Kind abgebildet ist, dann wirst du voller Freude das Bild anschauen. Und wenn es das Foto deiner Mutter oder deines Mannes ist, würdest du nie auf die Idee kommen, darauf zu treten. Jeder ist letztlich Verehrerin. Bilderverehrung liegt dem Menschen sehr nahe. Und so gibt es in den verschiedenen Religionen Konzepte, wie du Gott über Bilderverehrung spüren kannst. Egal, ob Gott dargestellt wird über eine steinerne Statue, wie zum Beispiel im Hinduismus, im Buddhismus üblich und auch im katholischen Christentum, ob das Wort Gottes verehrt wird durch Verehrung der Bibel, des Koran oder der Tora, ob Gott verehrt wird durch die heiligen Buchstaben wie die Suren des Koran, immer wird Gott verehrt über Symbole. Und so ist Bilderverehrung auf gewisse Weise auch charakteristisch für Religion. Und selbst wenn du Gott verehrst an heiligen Orten, wie zum Beispiel vor einem heiligen Baum, an einem heiligen Ort, du verehrst Gott letztlich über ein Teil. Du betrachtest das Teil für das Ganze. Bilderverehrung als bildhafte Verehrung Gottes. Die Murti, die Pratima, das Bild, die Statue Gottes, ist nur ein Symbol für das Göttliche. Trotzdem, für den Gottesverehrer ist das kein Stein oder Klumpen Metall. Wenn der Gottesverehrer denkt, dass in der Murti, in diesem Abbild Gottes, Gott ist, dann ist es für ihn wertvoll. Ein Gläubiger wird nicht sagen, diese Statue ist in Rajasthan produziert worden. Sie wiegt 30 Kilogramm. Sie besteht aus weißem Marmor aus Italien, hat so und so viel Rupien gekostet, ist in dem und dem Stil errichtet. Ein wahrer Gläubiger wird das Bild verehren als Repräsentation Gottes und wird sagen, O Gott, du bist überall, du bist allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Du bist die Quelle von allem. Du sprichst zu mir über diese Murti, über diese Pratima. Du bist ewig und unveränderlich. Bitte lass mich dich immer erkennen. Die Allgegenwart Gottes. Gott ist allgegenwärtig, allmächtig, allwissend. So ist Gott in allem, in jedem Gegenstand. Bilderverehrung heißt,
Gott in einem Gegenstand besonders zu verehren, zu erwecken, eine Beziehung aufzubauen. So wie ein Mensch Finger hat und Hände und Füße, kann der eine Mensch dem Menschen die Hand geben, um eine Beziehung zu dem Menschen aufzubauen, in anderen Kulturen den Fuß berühren, in anderen können Menschen sich umarmen, der Nächsten die Nase reiben. Die Begrüßung heißt nicht, dass du die Hand besonders schätzt oder die Nase oder die Füße. Du willst mit dieser Art der Begrüßung Kontakt zum ganzen Menschen aufnehmen. Das Gleiche ist die Bilderverehrung. Ein Gottesverehrer weiß, Gott ist allgegenwärtig. Aber um zu Gott als Ganzes Kontakt aufzunehmen, verehrt er Gott über ein Symbol, eine Statue, ein Bild. Götterbilder als Medium, um Verbindung mit Gott zu erfahren. Statuen von Gott, Murtis, Bilder von Gott, sind nicht eitle Launen von Bildhauern oder von Künstlern. Sie sind leuchtende Kanäle, durch die das Herz des Gottesverehrers zum Göttlichen hingezogen wird und wodurch die Gnade Gottes zu ihm hinfließt. Man kann Klangwellen von Menschen auf der ganzen Welt über einen Radioempfänger einfangen. Genauso kannst du mit dem allgegenwärtigen Gott über das Medium des Götterbildes verbunden sein. Das Bild bleibt Bild, so wie ein Radio Radio bleibt. Aber durch das Radio spricht ein Sprecher zur ganzen Welt. Bild bleibt Bild. Aber über das Bild, über die Statue, spricht Gott zum Gläubigen. Manche Menschen sagen, Gott ist allgegenwärtiges Sein, ohne konkrete Gestalt. Was soll Bilderverehrung bewirken? Wie kann Gott auf das Bild beschränkt sein? Sei dir bewusst, Gott ist allgegenwärtig, daher ist er auch in dem Bildnis, in der Statue gegenwärtig und daher kannst du gerade über diese Statue Kontakt zu Gott aufnehmen. So ähnlich, Radiowellen sind überall. Wenn du aber eine Radiosendung anhören willst, brauchst du das Radio und du musst die Schwingungsfrequenz der Radiowellen erreichen. Gottes Gegenwart ist überall erfahrbar. Aber über eine Murti, ein Pratima, über ein Bild Gottes, eine Statue Gottes, kannst du dich verbinden. Und dann musst du dich selbst einstimmen, so wie du das Radio auf eine bestimmtere Frequenz einstellen musst. Bilderverehrung als Stütze für den spirituellen Anfänger. Gerade für jemand auf dem Anfang des spirituellen Wegs ist Bilderverehrung sehr hilfreich. Wenige Menschen können Gott als das Absolute, das Unendliche erfahren und in der Meditation wirklich verwirklichen. Gott überall wahrzunehmen und die Gegenwart Gottes jederzeit zu praktizieren, ist für die meisten Menschen zu Anfang nicht möglich. Es braucht Reinigung, es braucht Disziplin. Für die große Mehrheit ist Bilderverehrung, Verehrung Gottes über ein Bild wichtig, um Konzentration zu üben. Das Denken braucht eine Stütze, an dem es sich festhalten kann. Die wenigsten können eine Vorstellung vom Absoluten haben. Und so ist Bilderverehrung für den Anfänger wichtig. Bilderverehrung ist für das spirituelle Kind wichtig. Ein Symbol Gottes erinnert den Gottesverehrer an Gott. Über das materielle Bild kommt die geistige Vorstellung. Bilder können lebendig werden. Bilderverehrung ist aber nicht nur Verehrung Gottes symbolisch, sondern Gott in dir hat auch die Kraft, das Göttliche im Gottesbild zu erwecken. Wenn eine Murti, eine Götterstatue oder ein Bild durch regelmäßige Gottesverehrung, Puja und andere Rituale verehrt wurde, dann offenbart sich die schlummernde Göttlichkeit.
dann wird die Göttlichkeit im Bild sichtbar erfahrbar. Bilder, Statuen, Symbole können lebendig werden. Bilder können sprechen. Götterstatuen können deine Fragen beantworten, deine Probleme lösen, sich dir gegenüber verhalten, als ob sie lebendig sind. Ein Gottesverehrer sieht im Bild Gottes, in der Statue Gottes, das Bewusstsein Gottes. Der Gläubige sieht wirklich Gott im Bild. Er spürt, dass Gott zu ihm spricht durch das Bild. Und manchmal erscheint es ihm so, als ob die Statue anfängt, sich zu bewegen. Es gibt viele Geschichten in Indien darüber, wie die großen Tempelstatuen lebendig werden. Im Tempel von Madura gibt es eine große Shiva-Statue. Und eines Tages nahm Shiva die Gestalt eines Holzfällers an und half einem anderen Holzfäller und einer anderen Frau. Als ein Gottesverehrer fehlerhaft vor Gericht gestellt wurde, nahm das Bild im Tempel von Tirupati menschliche Gestalt an und legte im Gericht Zeugenschaft ab. Machtvolle Murtis werden lebendig. Sie werden Pratyaksha Devata, Gott, der sich offenbart. Bilderverehrung kann dir helfen, über das Bild Gott zu erfahren. Menschen, die zu einem Götterbild gehen, spüren, dass ihre Krankheiten geheilt werden, dass sie Antwort auf ihre Fragen bekommen, dass ihre Wünsche erfüllt werden, dass ihr Herz tief berührt wird, dass psychische Krankheiten verschwinden. Es gibt so viele wunderbare Lilas-Geschichten über die Statuen in den großen heiligen Tempeln. Bilderverehrung und Vedanta. Vedanta geht davon aus, dass Gott überall ist. Vedantins sagen manchmal, wer verneigt sich vor was? Es gibt nur ein allumfassendes Bewusstsein. Warum sollte ich Gott in einer Murti verehren und mich verneigen? Wozu die ganze Bilderverehrung? So gibt es manche Pseudo-Vedantins, die sich schämen, sich vor der Statue, Götterstatue im Tempel zu verneigen. Haben diese Pseudo-Vedantins Angst davor, dass das Advaita für sich verflüchtigen kann, wenn man sich verneigt? Große Heilige wie Shankara, Sundara, Appa, Sambandha hatten die höchste Verwirklichung der Einheit. Sie haben Advaita Vedanta tatsächlich verwirklicht. Und doch gingen sie in die Tempel, verbeugten sich und sangen die Hymnen. Tulsidas hatte kosmisches Bewusstsein. Er sah das Göttliche überall. Und doch verehrte er auch Rama mit dem Bogen in der Hand. Tukaram hatte auch die Erfahrung der Einheit. Er wusste, dass Gott überall ist. Und trotzdem verneigte er sich vor dem Bild Gott Vitalas von Pandapur und bat um seinen Segen. Bilderverehrung widerspricht nicht der Vedanta-Sicht. Bilderverehrung hilft, dass du Gott erfahren kannst. Wenn ein Mensch in der Meditation Fortschritte macht, geht die Form im Formlosen auf. Er wird eins mit der gestaltlosen Essenz. Daher verehre Gott zunächst über ein Bildnis, über eine Statue. Meditiere über Gott und seine Eigenschaften. Bete zu Gott über das Bild. Dann geht die Bilderverehrung weiter. Erkenne, dass Gott in den Heiligen und den Weisen ist. Dann spüre, dass Gott kommt in allen Armen, Bedrückten und Leidenden und dass du Gott verehrst, indem du den Armen, Leidenden und Bedrückten hilfst. Schließlich sieh, dass Gott überall ist und ewig.
Soweit meine kreative Lesung des Kapitels Murti Upasana im Buch Inspiration und Weisheit von Swami Shivananda, erhältlich in shop.yoga-vidya.de. Wenn dir dieser Vortrag gefallen hat, diese kreative Lesung, klick doch auf Gefällt mir, Daumen hoch oder teile die Sendung mit anderen. Danke dir.